Willkommen auf der Photokina 2018 am Stand von Sigma. Ich schaue mir mal das neue 56mm 1.4 für DSLR-Kameras an. Gibt es einmal für Sony E-Mount, APS-C-Größe und für MFT, also für Olympus und Panasonic. Wir haben dann direkt mal gewechselt auf das 56mm 1.4. Film jetzt mal damit ihr schon so einen ersten kleinen Bildeindruck bekommt. Natürlich auch vom Bokeh. Generell ein sehr schön kleines, leichtes Objektiv. Soll dann auch 429 Euro UVP kosten und auch schon demnächst verfügbar sein. Volles Review kommt dann natürlich auch schon so schnell, wie es irgendwie geht. Ladenpreis müssen wir mal schauen, aber ich tippe mal, irgendwas mit einer 3 vorne wird es mittelfristig werden. Ich finde es eine sehr schöne Alternative zu den bisher verfügbaren Sony-Objektiven, auch vom Preis her. Was sagt ihr? Schreibt es auch mal gerne unten in die Kommentare hinein.